Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horizon Forbidden West Burning Shores. Ich hoffe, dass die Aufnahme funktioniert. Ich hatte so ein bisschen Codierungsprobleme gerade. So. Die Barriere ist weg und wir gehen mal wieder in die Katakomben. Können wir nichts machen? Himmelsruhe. Gucken, ob wir was zu finden und wen wir finden. Hier scheint immer noch etwas Strom zu sein. Die Generatoren waren wohl nur für den Schild. Sieht so aus. Oh. Gut, was haben wir denn? Eine Froschplage. Im Großen und Ganzen finde ich Sobeks Maschinen lästig. Brauchen wir wirklich Terraforming-Roboter, die riesigen Echsen ähneln? Die Megafaune, was? Megafaune? Metapher klingt fast schon komisch abgedroschen. Sie erinnern mich an Evelyns Holos. Die letztendlich nicht viel mehr als kindisches Popcornfutter waren, um angenervte Eltern um ihr überschüssiges Geld zu bringen. Abgesehen davon haben die großen Froschdinger einige nützliche Verhaltensweisen gezeigt. Eine ihrer Funktionen ist, technologische Komponenten zu recyceln. Und demzufolge sind sie an einigen meiner kürzlich installierten Geräte interessiert. Allerdings wissen sie anscheinend nicht, wie sie sie verarbeiten sollen. Deshalb treiben sie sich einfach dort herum und wühlen in den Trümmern nach Schrott. Das Gute daran ist, dass sie die Einheimischen davon abhalten, sich an einem Spielzeug zu schaffen zu machen. Wer weiß. Mit etwas Glück halten sie den Rotschopf vielleicht auch ab. Ja, ich glaube nicht. Der Rotschopf hat ihnen den Arsch aufgerissen. Zwar mit Mischen sehr viel Arbeit, aber okay. Achso, die kann ich nicht craften. Die kann ich nicht. So. Mal gucken, wen wir hier finden. Stehen auf jeden Fall drei Leute. Mehrere Leute. Eine Leute. Und noch ein Wandbild. Ja. Wieso stehen die nur da und warten? Oh. Ich quatsch mal gleich mit den Jungs. Ich will nur mal schauen, ob ich noch was looten kann. Hallo? Bald bin ich an der Reihe. Ich weiß es. Bald bist du an der Reihe? Orca hat das alles für uns getan. Okay. Da kommt sie. Doch, ich kann hier nicht groß quatschen. Ich kann euch grüßen, ja. Bald sind sie an der Reihe? Willst du dich uns anschließen? Anschließen? Ja, das wollen wir. Es hat etwas gedauert, aber wir sind endlich da. Eine Barbarin. Auserwählt. Unmöglich. Seth würde das nie erlauben. Hm. Wie seid ihr ohne ihn reingekommen? Also Seth hat uns geschickt. Wir halfen... wir halfen ihm aus diesem... Hinterhalt. In der Wildnis. Genau. Also, ich war mit ihm auf dem Weg hierher, als uns Maschinen angriffen. Wir wollten sie aufhalten, aber waren in der Unterzahl. Und in dem Moment kam Aloy zur Rettung. Ich habe die Gegend erkundet, als ich auf sie stieß, also eilte ich zu Hilfe. Ihr hättet sie sehen sollen. Eine der besten Maschinenjägerinnen, die ich je traf. Sie rettete Seth das Leben. Ach, ich habe nur getan, was ich konnte. Seth hatte noch etwas Wichtiges zu erledigen, also sagte er, wir sollten ohne ihn weitergehen. Er erklärte uns, wie man die Barriere runterlässt und sagte, wir sollten direkt hineingehen. Seth kam nur mit der Hilfe einer Barbarin heil davon? Wir alle brauchen ab und zu ein wenig Unterstützung. Gut, Seth gab ihnen die Erlaubnis. Und ich riskiere sicher keinen seiner Ausbrüche. Lass die anderen drinnen von unseren Neuankömmlingen wissen, ja? Na gut. Aber ich lasse sie nicht in die Auferstehungshalle, bis sie ihre Hingabe bewiesen haben. So wie alle anderen. Und ich bin gespannt auf Seths Version, wenn er zurückkommt. Mhm. Oh, auf jeden Fall. Das wird spaßig. Beachte ihn nicht. Viel Glück da drin, Saker. Mögt ihr beide sein Licht umarmen. Ja, was auch immer. Ich hoffe, wir begrüßen die Auferstehung gemeinsam. Ja.
Volk freiwillig hier ist. Ja, hier ist auch ein bisschen. Er klingt nach einem tollen Kerl. Schnell zur Auferstehungshalle, bevor du ihm begegnen musst. Ja, ich bin auch ehrlich so ein bisschen skeptisch, warum die alle so angetan von ihm sind. Also, ja gut, aber okay, gut, gucken wir uns an. Wer weiß, was er ihnen versprochen hat. Ein Hologramm von Londra. Willkommen, Auserwählte. Du bist gereist, du hast gelitten, aber du bist nicht mehr verloren. Ich habe dich gefunden und ich biete dir an, was du verdienst. Die Auferstehung. Sei unbesorgt, vergiss, was du zu wissen glaubst und umarme diesen Moment. Eine neue Welt erwartet dich. Okay. Okay. Londra. Überall sein Selbstbildnis. Ah, das ist es ja. Oh, das ist sehr viel Londra. Ja. Er will, dass wir sein Licht umarmen. Wortwörtlich. Okay. Wir wahren hier besser den Schein. Ich versuch's. Es ist das. Deswegen plündern wir auch erstmal. Okay. Bisschen Ego, ja. Doch, ein bisschen, Ich drücke mal. Ich möchte dir ein paar alte Freunde vorstellen. Wir waren auf der besten Party der Stadt, um den großen Sieg zu feiern. Und während die Aufmerksamkeit auf mich gerichtet war, stürmte mein Ex-Geschäftspartner herein. Und er ist neidisch auf unseren Erfolg. Und er wirft mir einen Drink ins Gesicht. Aber kein Tropfen traf mich. Denn mein Leibwächter Jack warf ihn zu Boden. Und die anderen, Riley, Nolan und Parker, tja, sorgten für seinen Rauswurf. Aber meine Evelyn ermutigte alle, darüber zu lachen. Ah, ich habe sie bewundert. Ihre Hingabe an mich bedeutete mir alles, mehr als jede Auszeichnung. Und es war der schönste Abend meines Lebens. Londra scheint es gewohnt zu sein, verehrt zu werden. Wirklich. Ja. Und was haben wir hier vorne noch? Wieder was zum Vorlesen. Studien, Notizen, Schriftrolle, ein zerrissenes Stück Pergament, bla bla bla. Ich schreibe das auf, damit ich versuchen kann, alles zu verstehen. Nolan hat sich um Walters Geld gekümmert. Jack war sein Bodyguard. Riley war sein Ästhetikberater. Nein, warte, das stimmt nicht. Riley macht etwas, das man PR nennt. Wer war da noch? Oh nein, ich kann mich nicht erinnern. Was mache ich nur? Ich weiß nichts über die Alten. Ich bin nur ein Matrose, kein Wahrsager. Ich weiß nicht einmal, ob das Teil der Prüfung ist. Okay, Teil der Prüfung? Okay. Kann das sein? Moment, Sekunde. Teil der Prüfung ist. Da muss es halt nicht, dass wir das nachher auswendig lernen müssen, den ganzen Schmutz. Ich freue mich hier zu... Ah, ihr müsst die sein, die Brenig erwähnte. Zwei weitere Seelen, die ihr undankbares altes Leben hinter sich lassen wollen. Ja, das sind wir. Ja. Du bist Kiral, stimmt's? Du warst auf der Funken stationiert. In meinem früheren Leben, ja. Nur eine weitere Marinesoldatin auf hoffnungsloser Expedition. Ach, genug davon. Wie Walter sagt, wir müssen die Vergangenheit vergessen. Unser Leiden hat uns hierher geführt. Und jetzt steht die Auferstehung kurz bevor. Dieser Ort ist solch ein Wunder, nicht wahr? So etwas habe ich noch nie gesehen. Oh, aber es ist noch nichts im Vergleich zur Auferstehungshalle. Warst du drinnen? Allerdings. Ich bewies meine Hingabe nicht lange, bevor ihr zu uns kamt. Jetzt warte ich auf das, was vor mir liegt. Ein Schritt näher an der Auferstehung. Ah, was liegt vor mir?
Du sagtest, du wartest auf das, was vor dir liegt. Wir sammeln noch Informationen, aber ich dachte, unser Ziel wäre die Auferstehungshalle. Ihr seid nicht die Ersten, die Walters Plan für uns nicht begreifen. Mein Rang ist mir sicher, da ich gesehen habe, was in der Halle ist. Aber es gibt noch mehr, was er uns bietet. Ich weiß es einfach. Das muss der Grund sein, warum die Ergebenen an einen anderen Ort kommen. Und sobald Seth zurückkehrt, bringt er mich dorthin. Ich bin bereit. Hast du eine Ahnung, wo dieser Ort genau liegt? Irgendwo, wo wir Walter näher sind. Seiner Umarmung. Natürlich doch. Du warst also in der Auferstehungshalle. Ist sie so besonders, wie wir glauben? Ich sollte nichts sagen. Ich möchte euch nicht das Erlebnis verderben. Ach, komm schon. Ach komm, Kiral. Nur ein Hinweis. Wir wollen unbedingt wissen, was da drin ist. Ich sag euch eins. Es ist atemberaubend. Wie der Moment, als Walter zum ersten Mal vor unserem Boot auftauchte. Nur besser. Beweist eure Hingabe. Und ihr werdet sehen. Na gut, dann gehen wir jetzt mal. Tja, danke für das Gespräch, Kiral. Wir sollten uns wieder mit Walter befassen. Ja, natürlich. Viel Glück bei den Nachforschungen. Ich hoffe, wir sehen uns bei der Auferstehung. Ja. Ach gut, der Typ wieder. Ja, das kommt später dran. Komm, setz dich zu mir. Okay. Seine Gegenwart ist ein Geschenk. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Einst hatte ich ein Haus auf dieser Welt mit der schönsten Aussicht auf die Stadt. Meine Frau und ich liebten es, die Lichter der Stadt im Abenddunst leuchten zu sehen. Unser Moment der Gelassenheit. Doch dann kam die Zeit der Asche. Der Himmel bot einen Ausweg, aber am Ende überlebte nur ich und erlangte das Geheimnis der Unsterblichkeit. Evelyn, alle, die ich schätzte, einfach fort. Ich war alleine. Deshalb bin ich froh, dich gefunden zu haben. Na, das ist auch fein. Bald werden wir die Ewigkeit in einer neuen Welt verbringen. Jeden Sonnenuntergang. Gemeinsam. Toll. Freue mich drauf. Lieber noch ein Telefon als die Ewigkeit. So, haben wir hier noch irgendwas zum Angucken? Hier wird rumgedumpelt. Haben wir hier noch was? Hier ist anscheinend Futter. Ich habe sowas noch nie gesehen. Nee, ich auch nicht. Tschüss. Ja, okay. Gut, cool. Dann, mal gucken. Laundress Nächstenliebe. So, dann schauen wir doch mal, ob wir reinkommen. Oh, unsere Weltverbesserin. Und die Barbarin. Jetzt macht alles Sinn. Die Zeit der Asche, die Überschwemmungen im großen Delta. Aha. Wir sind gefangen in einem Kreislauf der Zerstörung, doch bald haben wir eine neue Welt. Ein wirklich schönes Versprechen. Da ihr eure Hingabe bewiesen habt, seid ihr bereit für das, was als nächstes kommt. Seth führt euch dorthin, sobald er zurück ist. So, jetzt sind wir dran. Nicht so schnell. Eure gute Tat in der Wildnis mag euch so weit gebracht haben, aber hier bekommt ihr keine Sonderbehandlung. Walter selbst hat mir das Privileg erteilt, die Auferstehungshalle zu bewachen. Bis ihr eure Prüfung abgeschlossen und die Worte der Erlangung erfahren habt,
bleibt die Tür verschlossen. Keine Ausnahmen. Schon gut, schon gut. Wir kommen später zurück. Wie können wir diese Prüfung denn dann machen, ablegen? Das klingt, als müssten wir eine Art Londra-Hingabeprüfung bestehen. Aber wer weiß, wie viel Zeit wir haben, bevor dieser Seth zurück ist. Es muss einen schnelleren Weg geben, diese Worte der Erlangung zu erfahren. Sehen wir uns mal um. So, rede mit Britnick. Ich glaube nicht, dass die Worte in diesen Londra-Hologramm steckten. Da ist noch was. Aber vielleicht helfen sie uns, mit den anderen zu reden. Vielleicht können wir sie überreden, uns zu helfen. Ich hole uns was zu trinken. In der Zwischenzeit erinnere dich daran, was Walter über die Zukunft gesagt hat. Ja. Anscheinend teilst du die Begeisterung deines Freundes darüber nicht. Ich sollte mich mehr freuen, nicht wahr? Es ist in Ordnung, Dinge zu hinterfragen. Lan war begeistert, als wir die Auferstehungshalle betraten. Er ist schon gespannt, wohin wir als nächstes gehen. Aber ich fürchte, das ist alles zu schön, um wahr zu sein. Warum gehst du da nicht einfach? Ich kann ihn nicht zurücklassen. Wir haben alles gemeinsam durchgemacht. Die Mission, den Taifun, den Schiffbruch. Und bald die Auferstehung, schätze ich. Deine Zweifel. Anscheinend sind die meisten Quen überglücklich, Londra zu folgen. Warum du nicht? Zuerst wollte ich dran glauben. Alles, was er erzählte, schien eine Leere zu füllen. Vielleicht hatte ich endlich einen Platz gefunden, wo ich hingehöre. Ich dachte daran, dass unsere Räte sagten, wir sollten den Tugenden des Vermächtnisses folgen und gut und aufrichtig sein. Und dann haben sie meinen Vater weggezerrt, weil er sich gegen einen kaiserlichen Erlass aussprach. Bin nicht sicher, ob es hier anders ist. Walter könnte ein lebender Ahne sein, aber mit einem Schläger wie Seth, der... Seine Freundlichkeit ist ebenso bedingt wie die des Kaiserreichs. Soweit man in der Siedlung weiß, seid ihr in die Wildnis gegangen und verschwunden. Wie seid ihr hier gelandet? Len und ich waren Teil einer Sperrmission aufs Festland. Aber die Sache ging schnell schief. Wir waren verloren und hungrig. Unser Brot war kaputt. Und dann hat Walter unser Lager gefunden. Ein lebender Ahne. Direkt aus der Wildnis, der uns sagt, dass wir auserwählt sind. Dass wir sicher sind. Es war leicht zu glauben. Jeder hier hat eine ähnliche Geschichte. Warum hat uns dann niemand informiert? Nicht alle sind auserwählt. Walter sagt, wir müssen unser altes Leben hinter uns lassen, um aufzuerstehen. Niemand hat das hinterfragt. Hätte ich's bloß getan. Dann scheinen sie von dem eigenen Volk nicht viel zu halten, würde ich sagen. Du sagtest, Lan kann kaum erwarten zu sehen, wohin ihr als nächstes geht. Weißt du, was dort geschieht? Ich schätze, dass es noch ein Test sein wird. Wie hier. Sobald man in der Auferstehungshalle war, bringt Seth einen dorthin. Er und seine Truppen sind die einzigen, die hier zurückkommen. Alle reden dauernd von ihm. Ich habe den Eindruck, er ist kein netter Kerl. So nett wie eine Feuerklaue. Aber es ist nicht nur er. Die Soldaten, die ihm folgen, sind auch so. Sie wissen wohl, dass sie tun können, was sie wollen. Da sie nicht mehr dem Admiral oder der Aufsicht unterstehen. Na gut, Erlangung. Du hast gutes Recht, skeptisch zu sein. Londra führt was im Schilde. Wir müssen in die Auferstehungshalle, um rauszufinden, was. Und dafür brauchen wir die Worte der Erlangung. Ich will keinen Ärger machen. Wenn Seth zurückkommt, kriegt er raus, dass ich geredet habe. Hat es etwas mit einem dieser Londra-Displays zu tun? Das ist wichtig, Otoso. Es stehen viele Leben auf dem Spiel. Na komm schon. Es hängt damit zusammen, was Walter am meisten an seinen Freunden schätzt. Okay. Schenken ihm Beachtung. Sie waren hingebungsvoll, sie bewunderten ihn. So. Das ist nicht schwer rauszufinden. Londra liebt es, im Mittelpunkt zu stehen. Nein, so war das nicht. Das war eine dumme Idee. Ich sollte nicht mit euch reden. Hey, alles wird gut. Versprochen. Es tut mir leid, es geht nicht. Bitte lasst mich in Ruhe. Was war denn? Jo. Er lässt sich sicher nicht nochmal überreden, uns zu helfen. Vielleicht sollten wir zu Londra recherchieren, bevor wir mit jemandem reden.
hier ist noch ein Ausrufezeichen. Ist Walter die gleiche? Wolltet ihr noch etwas anderes? Was liegt vor mir? Das hatten wir schon. Erlangung. Hör mal, Kiral, du musst uns helfen. Du hast gesagt, die Auferstehung stehe kurz bevor. Seika und ich wollen unsere Hingabe so schnell wie möglich beweisen. Doch uns läuft die Zeit davon. Wir müssen in die Auferstehungshalle. Aber der einzige Weg, die Worte der Erlangung zu erfahren, ist das Bestehen der Hingabeprüfung. Es sei denn, du hilfst uns. Wir sind uns ähnlich. Wir haben bisher so viel erlitten. Stürme, Schiffbrüche, Jäger, Killer, Maschinen. Dorthin wollen wir nicht mehr zurück. Ja, wir sollten alle sein Licht umarmen. Vielleicht sogar mit einer helfenden Hand. Na schön. Sowas Ähnliches hat Walter gesagt, als er bei uns saß und seine Geschichte erzählte. Darüber, wo die Ewigkeit liegt. Okay. Die Ewigkeit. Eine neue Welt? In einer neuen Welt, stimmt's? Als Teil der Auferstehung. Ganz genau. Ihr versteht ihn wirklich so gut. Aber ich weiß nicht. Ich sollte mich besser an die Vorgaben halten. Bitte, Kiral. Wir wollen nicht in einer Welt ohne Walter leben. Oh Gott, ich krieg gleich das Kotzen. Na gut, ich sag's euch. Nur durch Hingabe kann ich sein Licht umarmen. Nur durch ihn kann ich in eine neue Welt auferstehen. Danke, wir schulden dir was. Okay. Schön, dass ich helfen konnte. Möget ihr sein Licht umarmen. Also Hingabe und neue Welt. Wir haben unsere Worte der Erlangung. Brenig sollte uns jetzt in die Auferstehungshalle lassen. Ja, gucken wir mal. So, jetzt war. Ich sagte es bereits. Niemand kommt an mir vorbei, ohne die Worte der Erlangung. Oh, wir kennen die Worte. Seika? Oh nein. Dir gebührt die Ehre, Aloy. Nur durch Hingabe kann ich sein Licht umarmen. Nur durch ihn kann ich in eine neue Welt auferstehen. Es hat noch nie jemand die Hingabeprüfung so schnell bestanden. Tja, wir sind einfach Tja, krass. Wir schon. Gehst du jetzt aus dem Weg? Oh, verpiss dich. Die richtigen Auserwählten. Komplett angepestet. Geil. Ich weiß nicht, wie viel ich von Londra noch ertragen kann. Schauen wir, was er wirklich vorhat. Na, mal gucken, was er dann dieses kaputt machen könnte. Das ist die Frage. Huch. Na gut, dann gehen wir mal gucken. Gibt es hier Kisten zum Looten? All diese Zeit wollten sie gar nicht gefunden werden. Wir wissen nicht, ob sie alle so denken. Ja. Na. Beschäftigt dich etwas? Nichts. In der Auferstehungshalle gibt es hoffentlich. Komm ruhig mit, ich will ja nichts sagen, aber du kannst gerne mitkommen. Das ist mal ein Flur. Wir werden ein bisschen eingesifft, aber. Ach, da ist Seika. Hat auch ein bisschen gebraucht. Ein Aufzug. Mal sehen, wohin er führt. Aber erstmal gucken wir uns ein bisschen um, oder? Die Auferstehungshalle. Na, ich bin mal gespannt. Wirklich, wie man Spannung aufbaut. Da oben muss ein ganz schönes Spektakel sein. Ahnen. So erstehen sie auf. Londra baut ein Raumschiff, wie es aussieht. Sehen wir uns das genauer an. Ja. Die Wolken. Die sind nicht real. Alles ist Illusion. Ich wollte gerade sagen, das sieht so ein bisschen aus wie ein Bildschirm hier, ne? Das heißt, es ist wahrscheinlich alles hier. Wahrscheinlich alles eine Illusion.
So, hier kommen wir aber auch nicht weiter. Da sind die Tore zu. Hier können wir vielleicht weiter. Hier ist auch nichts okay. Das heißt, wir müssen tatsächlich vorne zum Schiff. Na, dann schauen wir doch mal. Da ist nichts. Halber dem Schoß des Horus entschlüpft, ist unendlich viel einfallsreicher als ihre uralten Vorgänger. Nicht einmal Chivune hätte sie ersinnen können. Ich hoffe nur, sie ist schnell genug, um seinem Schatten zu entrinnen. Mhm. Mein Fokus. Was war das? Es ist eine Warnung, glaube ich. Vor Strahlung. Irgendein okay. Giftstoff. Fürs Erste bin ich wohl sicher, aber ich sehe mir lieber mal das Schiff an. Okay. Sag mir, was du siehst. Ja, ich will aber hier erstmal ein bisschen noch gucken. Scanne das Raumschiff. Onyx. Eine Rakete. Die Quelle der Strahlung. Nuklearthermoschwimmen. Wo hat er sich in seinem Hauptquartier Daten dieses alten Prototyps erschnappt? So bekommt er wohl den nötigen Auftrieb. Lagerplatz. Für Laundress Anhänger. Für alle reichen. Und wieder MUP. Was heißt das nur? Ja, du kannst davon ausgehen, dass er auf jeden Fall die Anhänger, die Quellen auf jeden Fall verarscht. Also das, das sollte, glaube ich, klar sein. Kannst ja mal probieren. Scan das Raumschiff, habe ich doch schon. Dom. Londra hat den Horus-Drucker wieder in Gang. Zum Bau des Schiffs. Okay. Wir sind Saker. Was ist los mit dem Schiff? Der Blick gefällt mir nicht. Was hast du gefunden? Der Horus. Er hat ein spezielles Bauteil. Eins, das fast alles Erdenkliche herstellen kann. Teile, Werkzeuge, sogar ganze Maschinen. Laundra hat es so eingestellt, dass es alles für sein Schiff baut. Aber damit das Schiff abhebt, braucht es eine Menge Energie. Weit mehr als Laundra mit dem, was er hatte, erreichen konnte. Also suchte er nach etwas aus seinem alten Unternehmen. Genau. Ein Teil der Daten, die er bekam, war ein Entwurf. Für eine Art Schub. Einen, der unglaublich giftig ist. Wenn dieses Schiff abhebt, wird es ein Gift von hier in jedes Stammesland der Gegend verteilen. Alle werden krank und sterben. Eines verstehe ich noch nicht. Warum sollte Laundra das alles tun, nur um dieser Welt zu entkommen?
Schon wieder? Seika? Du sagst mir immer noch nicht alles. Meine Leute sind diejenigen, die in all das verwickelt sind. Meine Schwester! Ich verdiene es zu wissen. Stimmt. Ich sag es dir. Es wird nur nicht... Ja, toll. Unsere Zeit ist wohl vorbei. Ja. Verlogener Abzaum. Oh, das muss unser Freund Seth sein. Sieht so aus. Ausschwärmen! Die Verstärkung wird folgen. Nun gut. Ich werde euch erledigen. So eine Kanone habe ich noch nie gesehen. Wohl ein neues Spielzeug von Laundra. Okay. Wie kommt ihr überhaupt hier raus? Seth hat den gesamten Bereich abgeriegelt, aber vielleicht lässt sich das reaktivieren. Ich war am Leben und suche etwas zu überbrücken. Verstanden. Mäht die Betrügerinnen nieder! Ich glaub nicht, dass sie zuhören, Seika. Eine ist dort. Oh, einer? Nee, doch nicht. Ups. Keine Wahl. Du bist eine Schande für die Quell. Okay. Ach, warte. Wo sind die anderen Nasenbären? Ach, dann ist noch jemand, okay. Und noch einer tot. Menschentitel. Will ich zwar nicht, aber was willst du machen? Warte mal, wir haben eine geile Waffe, warte. Das ist mutmaßlich eine geile Waffe. Ja, warte mal, ich habe hier nämlich eine leckere Waffe, die nehme ich mir mal. Genau, was ich brauche. Die lassen nicht locker. Wo ist der Herbert? Das steht da oben wahrscheinlich, ne? Ja, da muss ich mir erstmal hier ein bisschen hochwursteln. Ist er gut, ist er gut. Nein. Zurückhalten, Matthias. Immer weiter. Unterstützung leisten. Weiter angreifen, Soldaten. Gut. Nicht durchlassen. Halt endlich still! Schade, dass ich dich nicht selbst zerquetschen kann. Ja, schade, ne? Kannst du mir das auch ins Gesicht sagen? Feuer! Feuerschuss! Jetzt! So, warte mal, können wir noch ein bisschen hier... Warte mal, gucken. So. Okay. Einmal ganz kurz nachladen. So. Eine von uns war das, ja. Okay. Noch tot? Rechte Seite haben wir auch noch. Irgendwie habe ich hinter mir noch was gehört. Du bist jetzt auf dich gestellt, Aloy. Was? Er hat euch ausgerichtet. Das Schild blockiert eine Schüssel. Ah, Schild blockiert. Okay, alles klar. Zwecklos,
erfahren. Ah, ich hätte es mir auch ein bisschen zu einfach vorgestellt. Ja, dann versuchen wir es immer so. Nehmen wir noch ein bisschen Material mit. War hier nicht vorne nicht auch noch irgendwas? Welche komischen Kisten hier vorne? Da ist noch eine Kiste. Gerade nicht wahr, Leichen. Du hast nicht das Zeug dazu, Seika. Ist doch noch jemand hier. So. Ich haben wir auch. Der Energieknoten könnte die Türen entriegeln. Zwei Knoten sind noch verbunden. Ich muss weitersuchen. Ja, wahrscheinlich auf der anderen Seite, wa? Das ändert nichts. Oder hier unten vielleicht? Wo sind die anderen Knoten? Will ich irgendwie scannen? Da ist eine Tür. Tür verschlossen. Die Abriegelung verhindert das Öffnen. Hm, okay. Oh, moin! Ich auch übrigens. So. Okay. Aber jetzt kommen wir hier irgendwie weiter oder was geht hier ab, oder? Ach, hier kommen wir jetzt rein. Alles klar. Aber die nehmen wir gerade mal mit. Oh, so kann er mich auf jeden Fall nicht mehr treffen. So. Aufhalten! Dann wollen wir jetzt mal andere Seiten aufziehen. Deine Angst ist verständlich. Ja. Kommen wir hier irgendwie lang? Nee, ne? Ja, wir müssen hier unten lang. Ja. Genau, gute Idee. Hatte ich auch gerade. Schon, stell dich! Wir waren Kameraden! Gut, waren, ja. Aber nicht gut genug. Oh, das war ein Headshot. Und die anderen sind kaputt. Ach, ich kann dann wieder nicht hoch mit der Waffe, ne? Ja, das haben sie wieder schlau gemacht. Das haben sie wieder schlau gemacht, die Nasenbären. Ich wollte die Waffe ganz gerne mit hochnehmen, aber es ist hier ja nicht. Kannst du die Waffe nicht mit hochnehmen? Scheiße. Doch, kannst du. Warte mal, kannst du hier hoch? Müsste doch gehen. Genug getötet. Hast recht, ich bin unterwegs. Bin schon unterwegs, dauert einen Moment mit der schweren Waffe. Bin gleich da. Keine Sorge. Nicht hier lang. Außenrum. Wollte ich hier ganz gerne rum. Genug außenrum? Ach, da muss ich lang. Also komme ich da doch nicht lang. Ich könnte natürlich da... Ach komm, scheiß drauf. Scheiße.
Dann gehen wir halt hier lang. Schade, ich dachte, wir könnten die Waffe vielleicht mitnehmen. Ich kannte einige der Matrosen. Die haben ohne Zögern angegriffen. Ja, mit ihnen stimmt was nicht. Aber erst kümmern wir uns um Seth. Aber wer weiß, vielleicht sind die auch unter Drogen oder sowas. Man weiß Deine es ja nicht. Deine Angst ist verständlich. Kriegen wir den von hier irgendwie? Ah ne, da ist ja noch eine Barriere. Da ist noch eine Barriere, die kriegen wir nicht. So, da können wir durch. Müssen wir durch? So, Frage. Wollen wir gleich die Bolzen nehmen? Sprengpaket? Ja, nehmen wir gleich das Sprengpaket hier. Oh. Komm raus, Seth! Bringen wir es hinter uns. Seffi! Ich werde euch beide zerquetschen! Wieso? Auch sehr erfreut. Los, mein Gott! Oh. So, was machst du nicht? Schwach gegen Strom und gegen Gedöns. Haben wir allerdings nicht so viel. Au, au. Okay, ja, es ist... So doll ist das nicht hier. Da, glaube ich, die macht er, glaube ich, auch nicht. Au. Uiuiuiui. Aloy! Du wirst liegen bleiben! Shaker! So, was haben wir hier? Scharfschussbogen könnten wir noch mal probieren. Sieht aber auch Schaden ab, meine Güte. Okay, Feuer bringt uns auch nicht viel. Sprengstacheln versuchen wir nochmal. Oh, Alter, Finne. Das ist mein Reich. Ja, wir sind wieder gescannt, das ist das Problem. Ja, das ist das Problem, wenn wir gescannt sind. Das ist das Problem. So, warte mal. Ich würde nur kurz gucken, was haben wir sonst noch? Klebebomben. Warte mal, vielleicht können wir... Du bist eine Schande, Seth! Ja, wir haben hier leider nicht so viel die Möglichkeit. Feuer vielleicht? Das wird weh. Au, das wird definitiv wehtun. So, ja, was haben wir denn hier noch? Hier schmetternde Pfeile. Oh, Alter. Ich glaube, ich muss mal auf Nahkampf. Oh, lalalala. Ich glaube, wir müssen mal mehr auf Nahkampf gehen. Wie
Widerstand endet. So, warte mal, können wir vielleicht noch was? Ich muss kurz verschnaufen. Ich bin dran. Hörst mir. Ups. Ich zerkratze dich. Wo sind meine Medikits? Jetzt, wo ist das? Wir haben ihn auch gleich. Sterben. So. Haben ihn gleich. Dort. Buttonfight. Aber Nahkampf war ein bisschen sinniger hier. Oh, jetzt noch ein paar aufs Maul. Wo hast du den Rest unserer Leute hingebracht? Beantworte ihre Frage. Er bringt die Ergebenen in seinen Park auf der südlichen Halbinsel. Aber wer kommt hier nicht hin? Der Turm dort kann jeden abwehren, der sich nähert. Und meine Schwester ist da? Sie war in der letzten Gruppe. Ich soll nicht noch mehr dorthin bringen. Aber Walter hat allen, die sich beweisen, die Auferstehung versprochen. Ja, Marsch, würde ich sagen. Ich verstehe das nicht. Londra hat dich benutzt, um zu bekommen, was er will. Ganz ehrlich, du warst ein leichtes Opfer. So geblendet von deinem Ego, um die Wahrheit zu sehen. So sieht's aus. Du hast wohl gerade seine Welt auf den Kopf gestellt. Gib mir einfach eine klare Antwort. Warum will Londra weg? Etwas ist auf dem Weg zur Erde. Es zerstörte die Welt, aus der Londra floh, und genau das will es auch hier tun. Die Welt zerstören? Was könnte das denn schaffen? Es nennt sich Nemesis. Es ist sowas wie eine Maschine, aber mächtiger als alles, was du oder ich je gesehen haben. Deswegen baut Londra das Schiff. Er tut alles, was er kann, um vorher wegzukommen. Und ich schätze, er will auch ein paar der Quinn mitnehmen. Jetzt Dina. Ich weiß, das ist alles sehr viel, aber es gibt Hoffnung. Wenn du meinst. Seika, ich... Es... Es gibt einen Strand im Südosten der Insel, wo wir den ersten Turm ausgeschaltet haben. Viel näher kommen wir wohl nicht an Londra's Park. Und ich sollte wohl dem Admiral Bericht erstatten. Und ihm sagen, was wir hier gefunden haben. Okay. Ich treffe dich dann beim Strand. Das war übel.
Das Allerdings. War richtig übel. Seka, sie schien so verloren. Will die Waffe nicht mitnehmen? Warum fühle ich mich genauso? Was kann ich tun? Ja, wenn wir überhaupt was tun können. Als Erste ziehe ich mir besser mal diese Zenith-Waffe an. Ja. Ach, jetzt auf einmal doch. Aber das machen wir jetzt in der nächsten Folge. So, nee, aber Nemesis ist auf dem Weg zur Erde, ja klar. Der dritte Teil wurde ja auch schon angekündigt. Das heißt, der dritte Teil wird wahrscheinlich der Nemesis heißen. Freue mich persönlich schon drauf. Ich finde es auch cool, dass sie es jetzt schon angekündigt haben. Haben wir gar nicht jetzt das Rätsel raten. Aber wie dem auch sei, das soll es erstmal für diese Folge gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Horizon wieder. Macht den gut. Bis dann. Tschüss.